Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Xbox Dynasty Gamepad Quest Leitfaden. Wir befinden uns aktuell in der 18. Kalenderwoche und wir haben neue Quests und auch neue monatliche Quests. Ich möchte euch aber heute erstmal zeigen, was sich jetzt diese Woche so neu eingefunden hat. Und das wäre einmal Call of the Sea. Dazu müsst ihr das Spiel einfach nur installieren und kurz starten und ihr erhaltet die 25 Punkte. Das Ganze könnt ihr auch über die Xbox Game Pass App auf eurem Handy erledigen. Dazu einmal bei Spieldetails gehen und das Spiel starten. Genau dasselbe gibt es auch für Dungeon of the Endless. Das könnt ihr auch über die Game Pass App auf eurem Handy absolvieren. Aber dort müsst ihr was machen. Und was ihr machen müsst, das werde ich jetzt euch zeigen. Ich habe das Spiel schon mal runtergeladen und auch gespielt und habe die Quest auch schon abgeschlossen. Und ich kann euch sagen, das dauert nicht sehr lange. Ihr müsst das Spiel starten, wählt einen Helden und drückt auf Start. Da kommen wir dann hier gleich rein. Und ihr habt hier euren Helden und hier oben seht ihr solche Türen. Ihr müsst mit eurem Steuerkreuz oder mit einem analogen Stick halt immer die nächste Tür auswählen und dort A drücken. Und da gehen wir jetzt einfach mal durch. So, hier sind noch kleine Monster, die machen wir jetzt noch platt, einfach kurz stehen bleiben. Dann macht er die platt, genau, dann nehmen wir die nächste Tür, die zweite Tür. So, wieder zurück, hier hoch. Da geht nämlich nicht weiter. Die nächste Tür, das wäre Tour Nummer 3. Hoffen mal ganz kurz, bis er die hier platt macht. Genau, und dann nehmen wir die nächste Tür. Ihr könnt auch ab der vierten Tür die Monster einfach stehen lassen und weiterlaufen. Und euch einfach immer nur weiter in die nächste Zone begegnen. Zone Nummer 5. Zone Nummer 6. Und jetzt schnell da hoch. Okay, wir haben den verloren, aber das ist nicht weiter schlimm. Genau, wir drücken einfach X und gehen weiter. Das wäre dann Tour Nummer 7 und wir nehmen mal noch eine 8 mit. So. Genau, und sobald sich die Türen komplett geöffnet haben, werdet ihr auch eine Information erhalten, dass die Quest abgeschlossen ist. Ich bin jetzt gerade gestorben, aber das ist nicht schlimm. Wenn ihr sterben tut, dann kommt hier Game Over und hier unten kommt eine Anzeige, wie viel Monster ihr getötet habt und wie viele Türen ihr geöffnet habt. Da wird gerade 9 Türen geöffnet, da habe ich mich aber kräftig verzählt. Ist aber nicht weiter schlimm, sofern ihr mehr als 7 habt, gilt für euch die Quest als abgeschlossen. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Nehmt die 100 Punkte, waren glaube ich. Ja, nehmt die 100 Punkte mit. Ist wirklich halt nur ein kurzweiliger Spaß. Die Punkte lohnen sich auf jeden Fall. Und damit verabschiede ich mich. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Auf Wiedersehen.